Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Weib aus Meerwasser zu einem neuen Teil. Ja, ein Update, ein Tagebuch-Update. Der nächste Teil ist mal wieder fällig. Ja, worum geht's heute? Einmal tatsächlich um meine aktuellen ICPs. Dann, dafür stehen unter anderem hier auch schon einige Sachen. Unter anderem dann auch neues Material, was ich installiert habe letztes Mal, pH-Meter. Dann habe ich hier den MV-Monitor von Aquamedic liegen und ja, wie es allgemein in meinem Becken aussieht, was ich getan habe, was ich nicht getan habe, was passiert ist, was nicht passiert ist, das ist Inhalt des heutigen Videos. Ja, legen wir mal direkt los und zwar fangen wir mal mit dem entsprechenden ja, ICPs an. Und zwar sieht es tatsächlich im Moment so aus, ich habe mal wieder eine ICP losgeschickt, weil ich hatte die Problematik, dass mir hier ein paar Akkros abgeraucht sind. Nicht abgeraucht, aber angefangen haben, weiße Stellen zu zeigen, so wie es momentan leider Gottes bei recht vielen passiert, was ich mittlerweile festgestellt habe. Da habe ich zwei, drei Dämmchen gehabt. Einmal hinten war es eine kleine, ungefähr so große Shortcake. Die ist auf einmal von jetzt auf gleich, hops, weg war sie. Am nächsten Tag war sie komplett weiß. Dann habe ich ja hier die etwas hellere Akro, die hier in der Mitte steht. Mal gucken, ob ich noch alte Bilder rausfinde. Die habe ich auch teilen müssen, weil da hier und da sich das Ganze auflöste und ich nicht wusste, warum. Und hier hinten rechts in der Ecke, da hatte ich ja eine relativ große Tischkoralle, die hier so schön rübergewachsen ist. Ja, und selbst die hat sich hat Auflösungserscheinungen gezeigt aus der Mitte heraus, wo dann auf einmal, also nicht von den Rändern oder so, auf einmal auch Stämmchen weiß wurden, muss ich knapp 50% von rausschneiden. Ich kann euch mal den entsprechenden Eimer zeigen, den ich dann entsprechend entsorgt habe. Waren so knapp ein halbes Kilo Korallen, was hier rausgegangen ist, was hops gegangen ist. Und ich nicht wirklich weiß, warum. Oder sagen wir mal so, ich könnte es mir vorstellen, aber hundertprozentig, naja. Schauen wir mal. Ich nehme euch mal mit aufs Bett und dann gucken wir uns mal den ganzen Kladderadatsch an, den ich jetzt hier gekriegt habe. Vorgestern habe ich die ICP weggeschickt. Zum Glück hat die Post da zu dem Zeitpunkt noch nicht gestreikt. Es ist bei ATI angekommen und ich habe gestern dementsprechend mittags die Ergebnisse gekriegt und war erstmal geschockt. Warum? Ja, gucken wir uns das Ganze mal zusammen an. Und zwar sieht es so aus. Tatsächlich 86% mal wieder. Warum? Warum wieder 86%? Wer sich erinnern kann, blende ich nachher vielleicht auch mal noch kurz mit ein, zeige ich euch gleich. Die letzte ICP war bei 97%. Warum war die letzte so gut? Okay, die war kurz nach dem 300 Liter Wasserwechsel. Klar, logisch. Irgendwo muss das Ganze ja herkommen. Diese hier hat tatsächlich, wir gehen mal direkt in die Empfehlungen rein, weil da sehen wir nämlich direkt, was Phase ist. Es fehlt Jod. Ich soll einen dreifachen Wasserwechsel machen, steht hier. Zu je 20% und Vanadium, Mangan und Fluor. Okay, Vanadium, Mangan und Fluor und Jod, das sind die üblichen Verdächtigen. Müsste ich gegebenenfalls von Hand hier nacharbeiten und zwischendurch separat dosieren. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Fluor liegt auf 0,43, wo es bei 1,36 liegen sollte, also ziemlich weit unten. Das heißt, das Becken hat einiges an Fluor gezogen. Und das Versorgungssystem kommt mit der entsprechenden Dosierung nicht hinterher. Heißt, dass ich dementsprechend auch Fluor irgendwo nachdosieren sollte. So, dann haben wir das Jod. Das ist sowieso normalerweise bei mir ja, lichtstarkes Becken. Es ist ziemlich viel Licht drüber. Wir wissen ja mittlerweile, dass das Licht Ursache dafür ist, dass das Jod halt zersetzt wird, beziehungsweise einerseits wird es gebraucht, andererseits wird es durch relativ hohe UVC-Strahlen oder durchs Licht an sich zersetzt und nicht mehr durch die Kohle. Nicht mehr durch die Kohle ist falsch, sondern überhaupt nicht durch die Kohle. Das haben wir ja mittlerweile durch ATI gelernt. Ja, Mangan gar nicht vorhanden, sollte man nachdosieren. Vanadium auch nicht vorhanden. Ja, und dann kommen wir zu dem Punkt, der dann dementsprechend hier so gerade meine Prozentzahl ganz tief in den Keller gezogen hat. 56,86 Mikrogramm Zink.
In der letzten ICP hatte ich 6 Mikrogramm Zink. Und ihr wisst, ich habe es im Endeffekt versucht herauszufinden, wo es herkommt. Und tatsächlich haben wir keine Quelle gefunden. Auch damals nicht. Jetzt haben wir aber die Quelle gefunden. Und die Quelle sitzt hier vor der Kamera. Ich bin das. Ich habe in irgendeiner Form diese Proben verunreinigt. Wie sind wir darauf gekommen? Ganz einfach. Als ich ICP gekriegt habe, habe ich natürlich direkt ATI kontaktiert, habe die angeschrieben und zum Glück war der Ben noch im Labor. Dafür, ne? Daumchen hoch, Ben, vielen lieben Dank. Und er ist hingegangen und hat alle 3 Proben auf Zink geprüft. Die ersten beiden Proben hatten die entsprechende Höhe an Zink drin, 56 Mikrogramm. Und in der letzten Probe waren es, glaube ich, 4 oder 6 Mikrogramm. Heißt im Endeffekt, dass die Verseuchung bzw. die Kontamination hier stattgefunden haben muss. Weil das Röhrchen für die Osmose ist auch vollkommen unauffällig in Bezug auf Zink. Kommen wir gleich zu. Also muss ich in irgendeiner Form hier diese Proben kontaminiert haben. Ich weiß noch nicht wie, warum, weshalb, wieso. Vielleicht sollte ich auch nochmal eine Schulung beim Oliver machen. Keine Ahnung. Ich werde es versuchen rauszufinden in nächster Zeit. Aber Fakt ist, so viel Zink haben wir hier nicht drin. Also wir haben 4 Milligramm Zink drin. Das fällt schon mal weg. Dann können wir schon mal wieder 10% anheben. Dann sind wir bei 96%, sage ich jetzt mal so. Also ist die ICP eigentlich gar nicht so schlecht. So, was jetzt hier noch wieder auffällt, die üblichen Verdächtigen im Nährstoffbereich, ist natürlich einmal das Nitrat, das bei 49,67 liegt, also roundabout 50. Da habe ich ja letztes Mal hatte ich 46 gehabt, okay, ist um 3 gestiegen. Das kann mal ein bisschen mehr, das kann mal ein bisschen weniger sein. Aber was hier natürlich zu Buche schlägt und was auch bei anderen, die momentan Probleme haben, zumindest beim Sven war es so, wo ich es hundertprozentig weiß, 0,15 Milligramm Phosphat, Gesamtphosphat, also sprich biologisch und organisch und anorganisches. So, und da wir nur einen Teil davon messen können, also bei mir, bei meinen Tests kommen raus 0,06 bis 0,09. So, und an dem Tag habe ich tatsächlich nicht gemessen, habe jetzt also auch keinen entsprechenden Punkt dagegen. Das könnte natürlich schon mal der Punkt 1 sein, der den Akkros im Moment zu schaffen macht. Weil das ist auch beim Sven der Fall gewesen. Der hat eine super tolle ICP gehabt, aber tatsächlich einen sehr hohen Phosphatwert. Gesamtphosphatwert. Und von daher, ja, scheinen wir momentan da ein kleines Problem zu haben. Ich habe das jetzt im Auge, bin damit auch dementsprechend am Gegenarbeiten. Gehen wir mal wieder zurück auf die normale ICP hier und schauen uns den Rest mal so an. Also alles andere passt soweit, 7,7, das ist, die Carbonhärte passt, Chlorid passt, Natrium etc. pp. Alles soweit im grünen Bereich. Ja, Jod, Mangan, Zink, das lassen wir außen vor, das gilt nicht. Wobei ich dann jetzt jedes Mal, wenn ich in irgendeiner Form zu hohen Zink habe, nachfragen muss, passt das oder passt das nicht? Das ist natürlich doof. Aber wenn ich die Ursache bei der Probennahme noch nicht gefunden habe, naja, müssen wir mal gucken. So, und was wir hier unten dann noch haben, ist einmal Aluminium und einmal Lantan. Lantan hatte ich eingesetzt, dementsprechend vor 3 Wochen ungefähr. Und mein Phosphatwert, der gemäß Messung vom Hanna-Checker und vom Tröpfchentest relativ hoch war, wieder runterzudrücken. Und zack, seht ihr, da unten direkt Lantan angezeigt. Hatte ich in den letzten Messungen überhaupt nicht drin gehabt, aber jede Sünde wird im Endeffekt nachgewiesen hier. Ist aber nicht schädlich, also ist noch im Bereich, wo es noch nicht tatsächlich den Tieren schädlich werden könnte. Genau das gleiche mit dem Aluminium, 2 Mikrogramm ist zu vernachlässigen. Da könnte auch weitaus mehr stehen, ist nicht weiter schlimm. Ja, alles in allem, aber sieht es hier recht gut aus. Jetzt weiß ich, dass ich zu viel Phosphat drin habe, muss dementsprechend nacharbeiten. Heißt, ich werde das Ganze noch zusätzlich unterstützen mit Nutriton C. Da bin ich momentan schon am Dosieren. Da werde ich die Dosierung erhöhen.
den Nährstofflevel noch weiter zu senken. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, das Futter, was ich hier zugebe, sprich das vitales Futter, ist jetzt zwar recht nährstoffreich, richtig, trägt mir wahrscheinlich auch einiges ein, aber ist jetzt nicht die Ursache für den komischen Zinkwert. Ne? Die sitzt nämlich hier, da, Patschehändchen, was auch immer. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Von daher, ja, lassen wir das jetzt erstmal außen vor. Ich werde versuchen, da entsprechend eine Ursache zu finden. Aber der Rest sieht eigentlich gar nicht mal so schlecht aus, sind die üblichen Verdächtigen. Sehe ich jetzt mal so. Ja, beim Osmosewasser ist im Endeffekt rausgekommen, dass ich tatsächlich 25 Mikrogramm Silizium mit eintrage. Heißt, dass ich jetzt am Wochenende meine entsprechenden Kartuschen da unten erneuern muss. Ich muss noch mal schauen, ich habe ja extra noch 1 Liter Kartusche von dem Aquamedic Indikator Harz da laufen. Da muss ich immer mit der Taschenlampe gucken, weil es halt da unten so eine schlechte Lichtverhältnisse sind. Da sieht man halt die Umfärbung halt nicht so direkt. Aber die sollte eigentlich dann ins Orange reingehen, von diesem Blau-Türkis hin. Und dann schauen wir mal, ob der mir das anzeigt oder nicht. Weil das ist ja auch noch so eine extra Funktion gewesen, die ich da unten mit eingebaut habe. Ja, das erstmal zum Thema Wasser und was allgemein jetzt hier so erstmal Phase ist. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, kommen wir im Endeffekt zum nächsten Punkt. Und zwar schauen wir uns das Ganze mal an. Ich bin hier hinten meinen Ophelia-Garten tatsächlich wieder am Hochziehen. Habe mir jetzt meine zwischengelagerten Korallen, die ich beim Josef vom Marcel bekommen hatte, wieder zurückgeholt. Dafür nochmal herzlichsten Dank an den Josef. Gerade Wortfindungsstörung hier. Nein. Und habe mir auch noch ein paar neue mitgebracht. Unter anderem aber auch Testtiere, die ich einerseits A, komplett normal eingesetzt habe, ohne sie zu behandeln, und einmal eingesetzt habe mit Probiotika. Alle anderen Tiere, die ich jetzt frisch eingesetzt habe, sind hier mit Antibiotika behandelt worden im Vorfeld. Ich bin ein gebranntes Kind jetzt, muss man ganz ehrlich sagen. Ich habe da so wirklich richtig, richtig Schiss, dass das jetzt hier nicht so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und ja, von daher habe ich sie im Vorfeld behandelt. Blende ich euch auch noch mal eben kurz mit ein. Das ist, ja, es kann nicht schaden, aber es ist definitiv eine Maßnahme, die in meinen Augen gerade, ja, wichtig ist, weil ich ja nicht genau weiß, auf welcher biologischen Basis da drin jetzt irgendwie was passiert. Und jetzt hier eine entsprechende Probe nach Amerika schicken, um rauszufinden, welche entsprechenden Bio-Sachen da drin abgehen. Sagt mir zwar, welche Bio-Sachen da drin sind, aber ob die was können, ob die was Schädliches sind oder etc., das sagt mir diese Analyse nicht, also lasse ich das. Fakt ist, es steht wieder relativ gut, kann mich halt nicht genug beschweren. Und ja, das nächste, wo wir zu kommen, da mache ich jetzt hier unten mal eine Seite schon mal auf. Da schauen wir dann ein bisschen mal auf die Technik. Und zwar geht es sich hier mal wieder um den Bereich Refactory. Ihr habt letztes Mal ja mitbekommen, dass ich mir das pH-Meter organisiert habe. Das ist installiert. Das ist verbaut und läuft, und es tut genau das, was ich befürchtet habe, dass es tut, nämlich den pH-Wert richtig anzeigen, und zwar da, wo er hingehört, im Vergleich zum KH-Keeper. Weil beim KH-Keeper ist es bei mir so, den muss ich einmal die Woche reinigen und entferne einmal die Woche einen entsprechenden Biofilm, sage ich jetzt mal, von der Sonde, und dann zeigt er mir schon wieder einen komplett anderen Wert an. Ne? Mäuschen? Das führt dazu, dass der Wert innerhalb von einer Woche so knapp um 0,1 dKH daneben liegt. Also sprich, am Ende der Woche muss man nochmal 0,1 dazu rechnen, damit man den richtigen Wert hat. Da habe ich jetzt leider kein Problem mit, einmal das Ganze hier sauber zu machen, aber auf der Grundlage kann ich halt keine entsprechenden Aussagen zum, ja, zum pH-Wert im Aquarium machen. Und alles okay da unten? Ja? Inspektion bestanden? Dann ist ja gut.
kann ich keine Aussagen machen, ob der pH-Wert da ist, wo er hingehört oder nicht. Und wir gucken uns das Ganze jetzt einfach mal an. Ich nehme euch mal wieder mit hier aufs Gerät. Und dann gucken wir mal in die entsprechende App hinein. Und da seht ihr meine ganzen Geräte im Endeffekt laufen. Fangen wir mal mit dem pH-Meter an. Das wird da angezeigt mit einem Wert von 8,26 zu 8,25. Und ihr seht, das schwankt so ein kleines bisschen. Weil ab und zu geht dieses pH-Meter hin und zeigt dann einen Wert an, der sehr viel höher ist, als wie tatsächlich. Das läuft dann in einem Zeitraum von 10, 15 Minuten ab. Und dann geht der Wert wieder runter auf normal. Was das für Auswirkungen hat, da komme ich gleich zu. So, dann gehen wir mal wieder zurück aufs Dashboard hier und gehen mal auf den KH-Keeper. Und da seht ihr, ja okay, 8,36, das ist der letzte KH, der jetzt hier angezeigt ist. Und das geht gerade runter, das heißt, mein Verbrauch steigt. Da müssen wir mal gucken, was haben wir? Ach, in einer Stunde wird wieder gemessen. Dann gucken wir mal, ob der das wieder angehoben hat. So, was ich aber jetzt möchte, ist genau das hier. Mehr anzeigen. So, der hat bei der Messung um 12 Uhr einen pH-Wert von 7,91 angezeigt. So, merkt euch den Wert 7,91. Und jetzt gehen wir mal zurück aufs pH-Meter. Auf die Übersicht und holen uns, ja, gehen wir mal in die heutige Ansicht. So, um 12 Uhr, da. 7,91 zu 8,25. Das ist schon eine Hausnummer, die sich gewaschen hat im Unterschied. Ja, wenn man jetzt sich rein nur auf den KH-Keeper verlassen würde, an meiner Stelle, würde ich sagen, boah, ist der Wert niedrig, ich muss extrem was dran machen. Nee, tatsächlich ist der Wert sehr viel höher. Ja, das hat im Endeffekt damit zu tun, dass halt die Flüssigkeit hier im Endeffekt nach der Messung in der Sonde im Gläschen verbleibt. Das soll das frühzeitige Veralgen bzw. dass da frühzeitig Bakterien drauf kommen, verhindern aufgrund des niedrigen pH-Werts. Ja, denkst du, Schätzchen, funktioniert nicht. Bei mir nicht. Ich darf das Ding einmal die Woche sauber machen. Ansonsten habe ich da unten das große Moos dran. Fragt mich nicht warum, ist bei mir so. Keine Ahnung. Vielleicht liegt es auch noch an der alten Sonde, weil die neuen Sonden, das sind Glassonden. Ich werde irgendwann demnächst mal, wenn die Sonde tatsächlich, ich sage jetzt mal, nicht mehr das anzeigt, was sie tun soll, werde ich sie mal austauschen. Aber tatsächlich im Moment macht es noch. Und von daher sehe ich noch keine Notwendigkeit, außer die wöchentliche Reinigung, da jetzt eine neue Sonde reinzupacken. Wie gesagt, die Werte sind alle noch spitz auf Knopf. Einmal mit der ICP und einmal mit meinen Tröpfchentests. Das passt. Von daher muss ich mir da jetzt erstmal keinen Kopf machen. Ja, lange Rede, kurzer Sinn. Fakt ist, wir haben eine Differenz. Wenn ich jetzt hingehe und diese Sonde sauber mache und dann eine Messung machen lasse, dann sind die relativ nah beieinander. Um ungefähr 0,1 liegen sie nur auseinander. Das ist ja in Ordnung. Ja, aber tatsächlich im Laufe der Woche, 2-3 Tage dauert es, dann werden die Abweichungen größer. Und damit kann ich natürlich nicht arbeiten. Kann ich sowieso nicht, weil Refactory nicht möchte, dass man mit diesen Werten aus dem KH-Keeper in irgendeiner Form was anderes steuern kann, also sprich eine Aktion einleiten. Das kann ich tatsächlich nur über ein pH-Meter, was ich mir dann extra kaufen muss. Und nur darüber kann ich auch dann hingehen und Aktionen, wie jetzt hier im Bild zu sehen ist, ausführen. Ja, die kann ich dann tatsächlich mit diesem pH-Meter, kann ich Aktionen verbinden, beziehungsweise hingehen und sagen, ich möchte eine Schaltsteckdose darüber aktivieren. Ja, das ist ja alles ganz schön und gut. Das habe ich ja da hinten auch vorbereitet. Ich habe meinen Atemkalk da hinten ja dementsprechend mit Magnetventilen bestückt, 2 Stück, weil ich auch noch 2 Stück über hatte und weil auch mehr Luft da oben durch musste. Die Kartusche, die ich da habe, saugt die Luft von unten an. So, und oben ist der Anschluss, kommt einfach oben drauf und wird dann von unten nach oben wird die Luft angezogen. So, wenn ich jetzt den Wert 8,5 hier erreicht habe, öffnen sich diese beiden Magnetventile.
durch die entsprechende Aktion, die ich hier eingestellt habe, und lassen die Luft direkt von oben an diesen Deckel heran und nehmen den kurzen Weg. Ja, da wird jetzt aufgrund der Tatsache, weil es relativ kleine Öffnungen sind, wird wahrscheinlich nicht alles da durchgehen. Aber ich sag mal, so 80-90% der Luft werden dann oben durch die Magnetventile gezogen. Das ist der Plan und das hat auch funktioniert. Kann ich euch auch zeigen. Übersicht, da muss ich dann dementsprechend mal wieder in die 7 Tage gehen, um das zu finden. Hier. Also wir haben 8,5, 16 Uhr am 25. Januar und da schaltet dann dementsprechend das Ventil ein und wir haben maximal geht er dann auch eine 5,58 hoch. Das war jetzt hier an dem Tag 5,58 maximal und dann geht es wieder runter. Auch schon vor der Zeit, wo tatsächlich das Licht runtergedimmt wird. Also das wirkt dann zeitversetzt über eine Stunde auf 2. Gehen wir mal zum nächsten Tag. Hier haben wir das Gleiche, wie ihr seht, etwas niedriger. 8,5, da schaltet er sich ein, ist dann auch 8 Uhr, 21 Uhr. Und dann geht es dann langsam und sicher runter. Und die restliche Phase, die dann hier zu sehen ist, ist dann auch tatsächlich die, aufgrund der Tatsache, dass dann halt das Licht aus ist und natürlich keine Photosynthese etc. stattfindet, geht es dann dementsprechend runter. Aber nicht so schlagartig, wie man das eigentlich kennt. Da nehme ich hier ab einer Höhe von 8,45 die Luftzufuhr wieder zugemacht wird und das Ganze über den Atemkalk läuft. Und ihr seht, das ist, die Kurve läuft relativ gerade runter, also nicht so steil, wie man eigentlich meinen könnte. So, jetzt habe ich allerdings hier das Problem, das können wir hier mal kurz sehen. Da hatten wir eine 8,15 um 11 Uhr und da haben wir eine 8,25 um 12 Uhr. Also fast um 0,1 nach oben innerhalb von einer Stunde. Warum? Das hat so ein kleines bisschen damit zu tun, dass dieses Gerät hier ab und zu dann mal, ich sag jetzt mal, einen an die Klatsche kriegt. Der geht hin, das habe ich tatsächlich beobachtet, dass der innerhalb von 10 bis 20 Minuten dann mit dem Wert nach oben geht, auf einem mit dem angezeigten und gemessenen Wert und anschließend direkt wieder runter. Innerhalb dieser Zeit. So, das reicht aber nicht aus, um hier den entsprechenden Eintrag zu machen. Weil das hier über eine Stunde im Endeffekt angezeigt bzw. aufgenommen wird. Und da dann der Mittelwert genommen wird. Also das geht mal kurz hoch, dann geht es wieder runter. Und dann bleibt er dann auch auf dem, ich sag's mal kurz, darüber den entsprechenden Wert. So, jetzt haben wir hier einen Sprung von 0,1. Und tatsächlich müsste die Kurve etwas flacher sein, damit das mit dem Rest da hinten passen würde. Dem ist dann im Endeffekt nicht so, weil der hat halt wahrscheinlich das Ganze mehrfach angeschaltet hat. Das können wir aber jetzt andersrum nochmal überprüfen. Normalerweise würde ich jetzt in die Übersicht der Aktionen gehen. Aber, da komme ich gleich zu, wir gehen jetzt erstmal auf pH-. Das ist nämlich mein entsprechendes, mein Power-Switch hier. Und da seht ihr diese Spitzen hier, die jeweils einmal auftreten. Ja, da wo es gerade Linien oben sind, da bleibt der pH-Wert relativ stabil. Oben, da ist er dann auch über der 8,5. Ja, und hier, da haben wir die entsprechenden Spitzen, die dann genau dieses Phänomen anzeigen. Das wird nicht in die Grafik aufgenommen, in den Verlauf, weil da wird halt nur ein Mittelwert abgelegt. Aber wenn er dann mal kurz hingeht und einmal über die 8,5 drauf drüber geht oder sogar noch höher, schaltet er ein und sagt, jo, passt, müssen wir jetzt sofort anmachen. Und dieses An- und Ausschalten wird hier natürlich dementsprechend vermerkt. So, dann geht er aber anschließend wieder runter, kommt unter die untere Schwelle, 8,45 ist die untere Schwelle, die ich eingesetzt habe. Beziehungsweise zwischen 8,0 und 8,4. In dem Bereich, so war es genau, in dem Bereich soll er dann ausschalten. Und ja, ihr seht, dass dann dementsprechend dann anschließend alles wieder ausgeschaltet ist und auf 0 ist. So, jetzt gehen wir mal nochmal ins Dashboard.
Nee. pH-Meter. pH-Meter. HIV, habe ich vergessen. Jetzt bin ich gerade kurz aus dem Konzept raus. Einen Augenblick, ich hab's gleich wieder. Weg. Das pH-Meter an sich, wie gesagt, das zeigt eigentlich ziemlich genau an, immer den entsprechenden Mittelwert. Das passt soweit, aber wir können halt, ja, genau, die Aktion. Jetzt habe ich es. Sorry. So, jetzt gehe ich auf die Aktion. Und aufgrund der Tatsache, dass ich natürlich jetzt immer einen pH-Bereich festgelegt habe, zwischen 8,0 und 8,4, greift immer eine Aktion. Eine. Und zwar die Aktion Strom ausschalten. Ich habe keine andere Möglichkeit, das dementsprechend festzulegen. Und ihr seht im Endeffekt hier, es dauert extrem lange oder passiert erstmal gar nicht, dass ich die aktuellen Aktionen zu Gesicht bekomme. Jetzt gehe ich mal auf mehr laden, um ältere Aktionen zu kriegen. Und da werdet ihr sehen, wenn es dann jetzt gleich mal endlich funktionieren würde hier, da kommen dann jetzt Aktionen vom 23. Da habe ich aber auch noch eine andere Routine drin gehabt. Aber da war hier der Wert, liegt unter 8,45. So, und ihr seht die Eintragungen, die ich da habe, die werden natürlich, das Ding wird zugemüllt damit. Und ich kann jetzt hier tatsächlich nicht direkt sehen, ist jetzt irgendwas passiert mit meinem KH-Keeper. Das ist natürlich kacke, ne? Ist sonst noch irgendwas passiert? Sehe ich hier nicht. Weil die untere Schwelle, um den pH dann auszuschalten, ständig greift. Und ständig kriege ich eine Eintragung. Zumindest hier drin. Das ist eine Sache, die mir relativ an die Nieren geht. Dafür muss ich dann, um rauszufinden, ob der KH-Keeper in irgendeiner Form eingegriffen hat, muss ich tatsächlich hingehen und auf meinen KH-Keeper gehen, auf den Verlauf gehen des entsprechenden Tages und muss gucken, ja, da sind wir unter die 8,36, da müsste er eingegriffen haben. Und dementsprechend nachdosiert. Hat er da nachdosiert, kann ich im Endeffekt sehen, wenn ich auf meine Dosierpumpen gehe. In die Übersicht bitte. Der Sport. Genau. Weil bei den Essentials 2, die habe ich ja auch mit drin, habe ich dann dementsprechend die Nachdosierung mit drin. Ihr seht, die Linie bei den Essentials 2 ist relativ glatt eigentlich, weil ich immer konsequent das Gleiche über den gesamten Tag dosiere. Und wenn ich eine Nachdosierung habe, wie zum Beispiel jetzt hier um 12 Uhr, dann ist da ein Peak drin. Daran kann ich jetzt sehen, dass das passt. Aber ich kann es halt nicht mehr da sehen, wo es eigentlich vorgesehen ist, in den Actions, in der Übersicht der Aktionen. Ja, das ist eine Sache, die ist ein bisschen doof. Und ich kann an der Stelle leider Gottes auch in keinster Weise filtern oder sonst irgendwas. Bitte zeig mir nur das an oder bitte zeig mir nur das an. Ist natürlich schade. Shit happens, aber im Endeffekt das, was ich gewollt habe, dass ich den pH so ein kleines bisschen steuere, dass er halt nicht über einen gewissen Bereich hinausgeht, das funktioniert dann tatsächlich. Mit dem entsprechend teuren Gerät von Refactory. Also der war ja auch nicht gerade günstig. Preis blende ich euch mal unten ein, was ich bezahlt habe. Von daher, ja. Hätte man gegebenenfalls aber auch am Keeper einbauen können, wenn man nicht mit der Messroutine rumgespielt hätte. Nämlich vorher, bevor die Messroutine geändert wurde, hat das tatsächlich funktioniert mit dem pH-Wert. Da war der nämlich spitz auf Knopf. Ja, was auch noch sehr interessant war, jetzt gehen wir mal ganz kurz rüber zum Abschäumer. Ich mache das hier mal eben auf. Oder sagen wir mal so, ich habe ja noch einige andere Sachen geändert. Im Endeffekt ist es so, dadurch, dass ich ja tagtäglich jetzt hier 4 oder 5 Messungen am Tag mache, 5 Messungen waren es, genau, gehen um die 250 Milliliter an Wasser raus, beziehungsweise werden mit niedrigem pH-Wert bisher wieder ins Becken gepackt. Ich habe es jetzt so gemacht, dass das Ganze aus dem Becken herausgepumpt wird, also sprich der Abwasserschlauch und der normale Rücklaufschlauch, die gehen jetzt beide in meinen entsprechenden Schlauch da hinten fürs Abwasser. Servus die Dame. Fürs Abwasser. Und das ist natürlich auch noch eine Maßnahme, um den pH-Wert noch zusätzlich zu pushen, ja, so wie er eigentlich sein sollte.
Nachteil an der ganzen Sache ist, 250 Milliliter über die gesamte Woche sind ungefähr 1750 Milliliter in der ganzen Woche, die ich rausnehme und die durch Osmosewasser natürlich ersetzt werden. Im Endeffekt muss ich dann dafür sorgen, dass halt Salzwasser nachgeführt wird, beziehungsweise bei mir in dem Fall Absolute Ocean. Dafür habe ich die linken beiden Kartuschen Behälter da stehen. Die hatte ich nämlich noch frei. Die dosieren mir jetzt am Tag die Menge an Absolute Ocean ins Becken, damit meine Dichte gleich bleibt. Das ist der Plan. Also, so gesehen, ein Mini-Wasserwechsel. Das hat funktioniert. Was aber auch noch wichtig ist, und deshalb habe ich da hinten auch noch aufgemacht und blende ich euch nochmal ein. Ich habe letzte Woche den Abschäumer sauber gemacht, und zwar vollständig. Sieht man ihm gar nicht mehr an, das ist schon wieder dreckig, das Ding. und da ist mir aufgefallen, dass die Venturi-Düse unten relativ zu war. Ja, wann habe ich hier das letzte Mal zwischen gehabt? Ist schon eine Zeit lang her. So, bin ich dann mal hingegangen und habe mal bei Aquabi nachgefragt, beim Toni. Und da ging, ja, habe ich mir mal gefragt, habt ihr Wartungsintervalle eigentlich vorgesehen? Ich weiß jetzt gar nicht, ob es in der entsprechenden Anleitung drin steht. Müsste ich mal nachschauen. Wenn ja, reiche ich das nach. Man sollte die Düsen tatsächlich regelmäßig mit reinigen. Also sprich, wenn man den Abschäumertopf sauber macht, sollte man eben mal die Düse unten rausholen und die Verkrustungen, die dann da sind, tatsächlich mit rausnehmen. Habe ich mal nachgefragt, warum ist denn das so bei euch? Weil bei anderen, ich sage jetzt mal, anderen Herstellern ist es tatsächlich so, dass die hingehen und dass das bei denen nicht der Fall ist, dass da keine Verkrustungen halt dran sind. Sagt er, ja, das haben wir ausprobiert, das haben wir getestet und die Form der Düse, so wie sie jetzt hier ist, in den größten Proportionen etc. pp., Wasser und Sauerstoffaufnahme etc. oder Verwirbelung, ist tatsächlich die effektivste. Ja, und da hat man natürlich dann den Nachteil, dass man da regelmäßig halt da unten die Düse mal eben sauber machen sollte. Wenn man das regelmäßig macht, habe ich jetzt mittlerweile gemerkt, weil das war jetzt noch nicht so lange, dann ist das auch kein Problem. Ich bin da kurz mit dem Zahnstocher rein. Oder es gibt auch, ich werde mir demnächst wahrscheinlich irgendwie ein Reinigungstool machen, was ich dann da reinstecken kann, womit ich dann das Ganze wegkratze. Zeige ich euch dann im nächsten Video. Da wird dann dementsprechend, werde ich regelmäßig reinigen und dann habe ich dann auch seitdem bessere Ergebnisse beim Abschäumen. Ein höherer pH-Wert ist natürlich gleichzeitig das Ergebnis davon. Und so schaut es dann erstmal diesbezüglich aus. Das ist dann auch eine Sache, die ich euch nochmal weitergeben wollte. Schaut euch eure Düsen an, weil nicht überall liegt es am Abschäumer selber, sondern einfach nur am Gerät, wenn es nicht richtig gereinigt ist. Also das dazu. Kommen wir zum nächsten Punkt. Ja, kommen wir jetzt zu dem, was noch nicht installiert ist und was ich sonst noch so an diesem Becken hier getrieben habe. Zum einen, ihr seht, das ist alles relativ sauber hier und ich habe mich mittlerweile dazu entschlossen, einmal wöchentlich hier hinzugehen und mit dem Wischmopp den Boden zu machen. Hat den Vorteil, dass die Algen sich da nicht so schnell und fest draufsetzen und dass ich meine Optik hier recht gut, ich sag jetzt mal, behalten kann. Weil wenn ich das länger mache, dauert es tatsächlich sehr viel länger, um es sauber zu machen, weil die Klinge ist ja nur im Prinzip so breit im Vergleich zu dieser Fläche hier. Ist relativ zügig gemacht. Genau das gleiche Spiel mache ich im Endeffekt hier mit meinen Scheiben. Da gehe ich im Moment alle zwei Tage hin und mache die sauber, damit sich die Algen nicht so festsetzen. Das ist auch so, hier und da habe ich noch Stellen, die dann etwas stärker veralgt sind. Ist aber nicht weiter tragisch. Was ich ja sonst noch gemacht hatte, hatte ich euch ja in dem Video auch gezeigt. Verlinke ich euch mal kurz oben. Ich hatte hier einen relativ großen Kratzer. Ha! Nee, ist von außen, um Gottes Willen. Schockschwere Not. hatte ich einen langen Kratzer hier oben drin gehabt. Den habe ich auch komplett wegpoliert. Könnt ihr euch nochmal in dem Video anschauen. Da habe ich mir nochmal das Poliergerät von New Wave bekommen und habe auch direkt die neuen Schleifpads ausprobiert. 12.000er anstatt 8.000er, die dann nochmal den letzten Schliff da oben reinbringen. Und das hat ziemlich gut funktioniert.
bin ich sehr zufrieden mit und dass es halt jetzt eine Lösung gibt, dass wenn ich tatsächlich mal Mist baue oder welchem Grund auch immer, dass ich dann halt die Fehler halt rauspolieren kann. Ja, last but not least kommen wir jetzt aber noch zu einem Teil, was ich jetzt demnächst noch installieren werde und wo ich eigentlich auch noch nicht so die ganz große Ahnung von habe. Ihr seht es hier auf dem Tisch liegen, der MV-Monitor von Aquamedic. MV, Mikrovolt. Der misst das Mikrovolt-Verhältnis in unserem Wasser. Daraus können wir Schlüsse ziehen. Theoretisch. Nach einer gewissen Zeit. Wenn man dann weiß, was darauf Einfluss nimmt. MV, Mikrovolt oder wie andere auch sagen, Redoxwert. Das heißt, die ganzen Reduktionsvorgänge im Wasser, die mit Chemie, Biologie, Sauerstoff, den ganzen Kladderadatsch. Also ich bin da eben chemischer Laie, also nagelt mich dann jetzt nicht auf irgendeine Aussage hier fest. Das kann ich mit diesem Gerät messen. Der gibt mir einen Gesamtwert an aller chemischen Prozesse, aller Reduktionsprozesse hier im Becken. Das heißt normalerweise, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt hingehe und meine Ozonzufuhr erhöhe, sehe ich das an diesem Gerät. Habe ich irgendwo ein totes Tier in der Ecke liegen, ist das ja auch wieder ein chemisch-biologischer Prozess, der da stattfindet. Müsste ich theoretisch auch an einem Anstieg oder Absinken der entsprechenden Redoxwerte sehen. Das Gerät selber braucht eine Zeit lang, bis es installiert, beziehungsweise nicht installiert, bis es funktionsfähig ist. Ist ähnlich wie beim KH-Keeper. Da muss sich auch erstmal die Sonde einlaufen. Sagen wir jetzt mal ganz doof. Nein, die Sonde braucht einen Biofilm da drauf. Also das dauert 1 bis 2 Wochen, bis man den tatsächlichen Wert hat. Der wird wahrscheinlich jetzt am Anfang relativ wenig anzeigen. Das Gerät selber lässt sich, auf Null stellen. Wir haben dann Widerstand dabei, da kann man das Ganze nullen. Aber ich denke mal, ich werde da vielleicht noch ein separates Video zu machen. Von der Installation her ist es kein großes Hexenwerk, Monitor anbringen. Hier ist sogar mittlerweile genau eine Halterung dabei. Und das Ganze hier oben schön, formschön mit in mein Gesamtkonzept da reinzubringen. Und ja, wie gesagt, das Ganze muss sich einlaufen. Wir haben einen gewissen Bereich, wo sich das Ganze drin einpendeln sollte. Sollte es viel zu niedrig oder viel zu hoch sein, muss ich halt gucken, woran es liegt. Aber wie gesagt, im Endeffekt machen wir da noch wahrscheinlich ein separates Video zu. Das ist ein Thema für sich und da muss ich mich auch noch separat einlesen, damit ich auch verstehe, was ich da im Endeffekt sehe. Weil es ist nicht so einfach zu sagen, ich habe jetzt den und den KH und das resultiert jetzt daraus. Wie gesagt, das ist die Summe, die Gesamtsumme aller Vorgänge im Becken, die dann mir im Endeffekt angezeigt wird. Ja, lange Rede, kurzer Sinn, wie immer mal wieder. Ich kann mich also, wie gesagt, hier drüber nicht genug beschweren, wie das Becken aussieht, wie es im Moment läuft. Natürlich, dass jetzt hier mit den Akkus was passiert ist, das ist natürlich ganz großer Mist, aber shit happens. Kann man gar nicht anders sagen. Es sind Sachen, die hier und da mal aus dem Ruder laufen können. Aber alles in allem scheint es ganz gut zu laufen und ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. In diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier gesehen habt. Ich zähle auf euch, bis zum nächsten Mal. Lasst ein Däumchen da. Euer Viper. Ciao.